Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Amtsgamern. Mit mir spielt heute einmal nicht der Kollege Henser, sondern der Kollege Wasti. Ja, ja, der Kollege Wasti. Den gibt es auch noch, auch bei DC. Ja. Ja, hallo. Ja, wir haben es auch endlich nach Tschernarus geschafft. Ja, wie ihr bereits wisst, bin ich in der letzten Folge gestorben. Durch einen kleinen Batscher meinerseits. Oh, ich muss da ein bisschen den Ton unterhauen, weil der Regen ist so laut. Durch einen Batscher meinerseits, und das war halt nicht so toll. Ja, fangen wir halt neu an. Nicht wahr? Ja. Ja, schauen wir mal. Da sind wir jetzt auf einem anderen Server. Weil der alte Server, ja, den kann man nichts mehr connecten aus irgendwelchen seriösen Gründen. Ah ja, weißt du, ich bin in Berenzino, gell? Da ist okay. Da. Das habe ich jetzt gerade herausgefunden. Ja, da schauen, dass ich demnächst da an einer Ortstafel vorbeikomme. Also, weißt du noch, Berenzino ist ganz oben, ne? Also ganz oben rechts am Meer. Ja, da gibt's jetzt, hat sich schon einiges verändert, Kollege Wasti. Kann sich schon sehen. So einiges mehr Loot dazu kommen. Was ist das? Cooking Tripod. Finger. Ich denke sowas Kami Sobo oder so. Kami Sobo. Ah. Ja, da bin ich. Ich weiß nicht einmal mehr, wo das ist. Oh, Donner. Ja, dann mal sie ihre DC-Map auf, Kollege Wasti. Ja, ich werde gleich mal schauen, wo das ist. Dann. Man, was mir halt auffällt ist, zumindest bei der Aufnahme, dass dieses. Dass der Regen extrem viel Performance frisst. Okay, ich bin genau am südöstlichen Eck von der Map. Ah, dann passt den noch auflaufen. Dann lauf ich jetzt einfach noch oben. Dann schauen Sie, dass ich noch ein bisschen ein Zeug für sich bekomme. Fishing Hook. Irgendwie sieht man das Loot nicht gescheit. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Ja, fucking Skaterhelm auf. Ich habe einen roten Arbeiterhelm auf. Kommunist. Jo, Berenzino, da will ich jetzt ordentlich looten einmal. Nicht. Muss man da alles zusammen bekommen, muss man da brauchen. Gut, war da mal Headshot oder irgendwas, dass man sich da wehren kann gegen den einen oder anderen Zombie. Aber irgendwie kommt man vor, als ob das schon leid war, dass man alles auslootet hat. Das wäre an sich nicht so toll. Kommst du entgegen? Nein, ich bleib da rum. Ja, warum soll ich entlegen kommen? Da gibt überhaupt gar keinen Sinn. Der Resino, Sie wissen, die riesige Stadt, wo ja. Man looten kann. Ich würde gerne mal in den Norden raufgehen. Ah, ich hab was zum Trinken gefunden. Das macht echt keinen Sinn. Basti. Ja, es war auch nur eine Frage.
Ja, Antrag wird natürlich selbstverständlich abgelehnt. Du wirst da jetzt vermuten können. Selbst. Ich mache einen Power Walk in zum Norden. Road Flare. Das muss ich jetzt ausbauen. Über eine Flare hier. Oder ist ein Überlebender, oh mein Gott, vor mir auf die Straße sitzt. Vielleicht er sich an, jetzt hebt er die Hände. Hi. Sie wissen, das sollte ein bayerischer Server sein. Ja, er hat mich in Englisch angesprochen, der Kollege. Na, Alter. Das sind zwei Zombies. Der Hund zirkt die Augen. Natürlich gleich sehen, dass der Amtsgamer kommt. Dann einfach einmal in eine demütige, tributzollende Haltung gegangen. Was irgendwie logisch ist. Ja. Ja, wir sterben. Original, der Wichser hat. Ich verstehe es nicht, wie die mit Scott treffen. Ah, der mit. Na? Jetzt Brette. Mach bitte, geh auf, du scheiß dir. Ja, der geht natürlich nicht auf. Ja, ich werde wahrscheinlich sterben. Weil ich keine Waffe, das Idiot einfach nur durchbrennt und hinter den die Zombies hinterher. Ich stehe natürlich da oder geh aus, ja, voll Idiot. Das war scheiß Zombie. Ach komm, Alter, was ist denn da? Vielleicht überlebe ich jetzt. Überlebt. Ich finde es an sich auch super geschieht, dass da kein Hocken und gar nichts gibt. Ja. Hier was zum Essen gefunden. Hahaha.
What the fuck is going on with you? Na, ich hoffe, dass wir uns bald finden. Ich habe nämlich ein super Outfit. Sieht man irgendwie diese Gegenstände vom... Ah, habe ich schon. Kosten wohl die. Man muss dazu sagen, der Kollege Wasti jetzt schon länger kennt, der sie mehr gespielt. Man hätte diese Scheiß, Tom ist. Ja. Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Amtsgamern. Ich hatte da einen leichten Spielabsturz und das ist natürlich jetzt ganz super. Weil ich jetzt verdammt viel Blut verliere, weil ich genau beim Zombie wieder gespawnt bin. Jetzt muss ich mal reduzieren diesen Blumen. Aber bei mir ist das jetzt alles nur mal schwarz-weiß, gefällt mir. Danke, der Zombie ist endlich weg. So. Dann werden wir mal die Gebäude hier absuchen gehen. Müssen wir endlich was zum Essen bringen. Denn eine Axt wäre auch nicht schlecht. Oder irgendwas. Und der Rucksack. Ja. Luxus habe ich schon, also den Rucksack. Das ist das Allerbeste. Ich bin direkt in Berenzino und finde nichts. Ich bin die ganze Zeit mit Zombies umgeschlagen und ich finde das so ziemlich besser. Ja, und ich bin irgendwo am Arsch der Welt. Am Arsch? Ist von Arsch. Arsch? Oh. Ach, ach Katze schwarz. Nee. Nope. Dann werden wir mal jetzt die ganze Probe das probieren. Die Dosen, Sardinen öffnen mit einer Crowbar. Und ein Green Wall Code. Code. Ja, diese stundenlangen Läufe, Waldläufe im Regen, die habe ich schon vermisst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wenn ich jetzt einen Typen erwischt, der was den Zombie, was die Zombies da auf mich gehabt hat, den erschlagen mit der Crowbar. Hinterwitz. Jetzt darf ich nämlich das ganze Spiel in Schwarz-Weiß betrachten. Ich bin keine Zeit.
Stylish oder sind wir noch? 4 into Rex. Der Superman, was zu essen zu finden. Ja, das Problem habe ich jetzt nicht mehr mit dem Essen. Aber ich kann Rucksack. Na, im Moment würde ich meinen Rucksack dafür geben, nicht hungrig, durstig, durchnässt und ja, dass mir kalt ist zu sein. Werden Nein. haben. Ja. Nein. Ich würde trotzdem gerne in den Rucksack kommen, damit ich mal irgendeine Sachen mitnehmen kann. Weißt du, wo sind sie? Ja, ich bin jetzt einmal da im... Bist du da schon in Solnici oder wie das da heißt? Nein, wahrscheinlich nicht. Das ist jetzt so eine Häuser-Ortschaft. Okay. Also. Nehmen wir mal mit, falls es Nacht wird, weiß er nicht. Aber der findet doch voll für Munition die ganze Zeit in dieser Häuser. Zum Essen und so weiter finde ich zwar nichts, aber ziemlich viel Munition. Ja. Sehr viele Bücher. Dann können Sie ja lesen anfangen. Ja. Ich habe sowieso schon gedacht, bei meinem Glück sollte er sein Haus verbarrikadieren, ein Buch schnappen und auf das Ende warten. Den Tod. Virtuellen. Ja, so wie im wahren Leben, nicht wahr? Also der Kollege Wasti auch nur hinvegetieren mit seinem Studium. Ich bin nur zu Hause und warte. Der sicheren Tod. Wie auch Sie. Ja, ich arbeite an dem sicheren Tod. Ich hab keinen Rucksack. Ja, Bücher und Munition gibt's wirklich reichlich. Komisch, ja. Also ich war schon ziemlich viel Munition von zwar keine Waffen, aber.
Du siehst die halben Sachen echt nicht, wenn du da nicht im Inventar drin bist. Zeitweise. Das schaut noch. Alter, ich schau aus wie ein Banner. Wieder mal nicht. Wie im wahren Leben. Ja. Du wieder warst hier. Dass der einen in die Fressen haben wird. Ein Problem. Und dann bleibt er wieder. Guck mal da. Matchbox. Ich habe blaues Licht gefunden. Ja, was macht das? Es leuchtet grün. Wow. Eine Heugabel. Wollen wir noch immer was so eine Heugabel in einem Bürogebäude machen? Ich bin jetzt in irgendeiner Stadt mit C. Wo irgendwas. Code. Aber du laufst schon in die richtige Richtung, oder? Ja. Ja, jetzt vorher aber echt einen Rucksack, ich kann nichts mehr tragen. Das ist dringend nötig, Kollege Basti. Ja, das glaube ich Ihnen. So wie ich Nahrung benötige. Ja. Ja, Nahrung findet auch keine mehr, oder? Was soll das sagen? Gibt es zumindest da, wo ich jetzt schaue, nichts mehr. Ich bin positiv gestimmt, dass wir uns dennoch finden werden. Ja, da stehen sie im Moment noch alleine da mit ihrer Einstellung. Nee, was zu fressen finden. Das müssen wir jetzt gleich mit dem aufmachen noch. Gleich Spezialessen. Ich wurde ein bisschen verschüttet als von dem Essen. Okay, bin jetzt in der Stadt, wo früher immer dieses Auto zum Zombauen war, bei diesem Standbruch. Ja, ist das nicht Solnitschi? Ist das schon, ich hab jetzt kein Ortsschild gesehen. Na, jetzt habe ich gegessen und bin immer hungrig. Extremely hungry. Ich glaube, das werde ich auch nicht überleben. Man sieht ja, damit schon noch schlechter aus, aber. Damit stehen sie jetzt nicht alleine da. Hunter Bands.
Ja, one. Nicht zum Essen. Erster Zombie-Kontakt. Ich bin ganz ziemlich strange. Also vorsichtig, Kollege Basti. Ja. Ich bin nicht, dass sie sterben. Ja, wenn ich da jetzt nicht irgendwas zum Fressen finden, dann werde ich da sterben, weil ich bin nämlich schon so wieder von der Energie her, ist der Wahnsinn. Bei mir fängt auch an, das Spirit ein bisschen an Farbe zu verlieren. Warum läuft der jetzt so schnell? Ist doppelt wie sprinten? Ja. Ja, von wo attackiert er mich? Wir sind einmal in meiner Nähe. Das finde ich geil. Ja, bei mir war dasselbe. Ich bin eigentlich schon lang bei dem Zombie vorbei, aber irgendwie ja, der hat mir jetzt an meinen Arm gebrochen. Weißt du nicht, wie der das jetzt gemacht hat? Verbluten. Verhungern. Weil der hat nämlich meine Rex geschlagen. Aber da war wieder nicht mehr. Ja. Oder? Ja. Ich habe einen Rucksack zwar gefunden und essen. Aber ja. Der hat mich leider so geschlagen. Ich verstehe nicht, der war nicht einmal im Gebäude drin, aber der mich erwischt. Ich muss Lust so machen. Sehr scheiße. Jetzt sind meine Rex hin, jetzt kann ich mir verbluten ganz normal. Ah ja. Das könnte Solnici sein da vorne. Könnte. Ich habe im Moment auch schon ziemlich das schwarz-weiß Stadion erreicht. Ah, ich hoffe es noch. Oder wie? Ach, toll. Das ist alles schwerste Schwarz-Weiß. Ja, der Hund hat mal alles hingemacht, der Zombie. Die Hosen kann ich weghauen. Getränk, alles weg mit der scheiß Hosen. Wir brauchen nicht. Ah, weg. Jetzt sehen wir jetzt aus, jetzt laufe ich nur mehr in einer scheiß Hosen und einer Haube. Fuck.
Wenigstens kriegt man jetzt einen Blumeffekt weg mit Trick 17. Das holt mir nicht aus. Ja, ich laufe jetzt nackt rum. Ja, ich hab Essen gefunden. Muss jetzt nur aufkriegen. Du musst irgendeinen Gegenstand zum Öffnen aufschirmen. Wenn du mit einer Axt aufmachst, verlierst du halt ziemlich viel von dem Essen. Ja, wie ich gerade gemerkt habe, Crowbar. Bitte nimm dir in die Hand. Nimm diese scheiß Axt in die Hand. Warum nimmt er diese Axt? Ich kann mal sagen, warum der mit Angst nicht einfach diese fucking. Nein, das kann ich Ihnen so nicht sagen. Und da wie ich den Zombie umgebracht. Crossbow Holoset. Ich lebe noch immer. Dürfen halt nicht fragen wie, aber ich lebe noch. Irgendwie war er trotzdem feine Hosen nochmal finden. Alle. Hat uns nicht so schlecht, ne? Ja, wenigstens Standard-Ausrüstung. Warum liegen da so viele Sprühdosen rum? Ich war sowieso dafür, dass man in DC am Anfang immer zufällig irgendwie spawnt. Also nicht mit voll, der Gurt, mit voll dem Gurtengear, sondern ja, zufällig. Ja. Warum kann ich das nicht nehmen? Ja, trinke ich es halt, wenn ich das nehmen kann. Ich bin mir ziemlich sicher, kurz bevor du da bist, werde ich tot sein. Falls ich es hinschaffe. Ich habe eine Hose gefunden. Die zwar auch beschädigt ist, aber. Ist jetzt mal. Ich habe schon wieder ein Zombie. Ja, auch die Zombie-Apokalypse, ne? Ja, das Problem ist halt. Ja, schau. Ja, jetzt bin ich hin, ich bin bewusstlos. Das Problem ist, wenn das halt nur so beta-mäßig läuft, dass der Hund draußen vom Gebäude ausschlägt und die drinnen hinmacht. Obwohl der eigentlich 10 Meter weit entfernt ist, dann ist das schon ein bisschen, ja, ja, eine seltsame Apokalypse. Naja.
glaube, das brauchen wir uns nicht weiter jetzt anzuschauen hier, was ich da auf meinem Bildschirm habe, weil das ist nur schwarz. In diesem Sinne würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und Ja. eine gute Nacht. Gute Nacht. Sorry.